Im niedersächsischen Stolzenau hat sich am Montag offenbar ein Ehrenmord ereignet. Ein 35-jähriger Iraker erschoss seine eigene 13-jährige Tochter auf offener Straße. Das Mädchen wohnte ersten Angaben zufolge seit einiger Zeit nicht mehr zu Hause und war unter der Obhut des Jugendamtes. Am Montag traf sich die 13-Jährige, begleitet von Mitarbeitern des Amtes, noch einmal mit den Eltern. Es sollte offenbar letztmalig ein Versöhnungsversuch unternommen werden. Aber ohne Erfolg. Anschließend wollte das Mädchen mit ihren Betreuern oder Bekannten den Gesprächsort verlassen. Als sie in ein Auto einsteigen wollte, erschien plötzlich der Vater und eröffnete das Feuer. Es soll praktisch eine Hinrichtung gewesen sein. Es fielen 5 Schüsse. 3 trafen das Mädchen in den Kopf und 2 in den Hals. Anschließend flüchtete der 35-Jährige. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt. Jedoch deuteten Experten in ersten Medienberichten bereits an, dass Merkmale eines Ehrenmordes vorliegen. Hierzu passen auch Berichte, nach denen der Vater einen Anwalt nach dem Strafmaß für eine solche Tat gefragt haben soll. Die ganze Gemeinde, die ganzen Jesiden bundesweit sind erschüttert von. Sowas ist, also kann sich keiner vorstellen, wie ein also 12-, 13-Jähriger ermordet wird. Wir verurteilen das auf allerhärteste. Für uns ist es ein ganz feiger Mord. Und so ein feigen Mord muss mit allen Mitteln bestraft werden, nach den deutschen Gesetzen. Die Gesetze geben es her und wir selber von den ganzen Gemeinden verabscheuen das. Also es ist ein feiger Mord. Denn in unserer Religion, Paragraph 5, ist es dargestellt, dass der liebe Gott das Leben gegeben hat und nur der liebe Gott das Leben nehmen darf. Und alles, was passiert, ist nicht nach den jesidischen Regeln. Wenn ein Mensch einen anderen tötet, ist das die größte Sünde, die es gibt. Der jesidische Glaube ist, das ist ein Naturglaube. Er glaubt an die Sonne, an den lieben Gott und an die 7 Engel. Die Naturelemente, Feuer, Wasser, Luft und Licht, ist bei den Jesiden heilig. Es ist eine Urreligion aus dem Mittleren Osten. Die Wurzeln gehen bis 7.000, 8.000 Jahre zurück. Unsere Religion ist nicht viel härter oder undemokratischer wie das Christentum vor 30 Jahren oder was. Es ist halt eben eine andere Kultur und die entwickelt sich hier. Also wenn ich jetzt die Jugendlichen und, in unseren Bereichen sehe, die sind also genauso wie die deutschen Mitschüler oder Jugendlichen, Freunden. Es heiraten jesidische Mädchen mit anderen und ehrlich gesagt, es hat bis jetzt noch nie zu einem Punkt gekommen, wo also Tötung oder Mord oder also irgendwelche Sachen, ist mir nicht bekannt. Ne? Und wenn sowas passiert, man kann nicht das in den religiösen Schuld schieben. Es ist ein Einzelfall und mit diesem Einzelfall darf man nicht Religionsgemeinschaft nicht also mit, Entschuldigung, dass ich sage, in Dreck ziehen. Diese Bilder zeigen eine Mutter, vor deren Augen gerade ihre 13-jährige Tochter erschossen wurde. Auf offener Straße. Von ihrem eigenen Mann. Ein Fall, der seit Tagen für Schlagzeilen sorgt. Mit 6 Schüssen soll Ali Barakat seine Tochter nach einem Termin beim Jugendamt hingerichtet haben. Sie wollte lieber im Heim leben, als in ihrer kurdischen Familie. Seit der Tat ist der 35-Jährige auf der Flucht. Warum musste Susan sterben? Vor einem halben Jahr war die 13-Jährige von zu Hause ausgezogen, weil es immer wieder heftige Konflikte zwischen ihr und ihrem Vater gab. Ein Mord in einer kurdischen Familie, die dem jesidischen Glauben angehört. Eine Religion mit strengen Regeln, gerade für junge Mädchen und Frauen. War es wirklich ein Ehrenmord? Und was wusste die Mutter, die alles mit ansehen musste? In Stolzenau wendet sich unsere Reporterin an die jesidische Gemeinde. Eine Religionsgemeinschaft, in die man sonst nur schwer Einblicke bekommt. Hier hilft man uns, Kontakt zu Hasna Kasem, der Mutter des Opfers, herzustellen. Seit dem Tod ihrer Tochter lebt sie bei Verwandten. Zum ersten Mal geht sie mit uns zurück zu ihrer Wohnung, in der sie mit ihrer Familie gelebt hat. Vor der Eingangstür haben ihre deutschen Nachbarn Trauerkerzen für Susan aufgestellt. Ay, ay, seremos por dar al derecho, pues.
oh mein Gott, warum bin ich nicht an deiner Stelle gestorben? Sie möchte uns Susans Kinderzimmer zeigen. Zum ersten Mal spricht sie jetzt über den Mord an ihrer Tochter. Es tut so weh. Ich kann es kaum ertragen. Das sind ihre Sachen. Ich kann sie immer noch riechen. Sie hat so gut gerochen. Es ist so schwer, so schwer. Vor einem halben Jahr ist Susan auf eigenen Wunsch zu Hause ausgezogen. Kurz vor ihrem Tod hatte sich die 13-Jährige mit ihrem Betreuer und ihren Eltern in einer Außenstelle des Jugendamtes getroffen. Hier sollte besprochen werden, ob Susan wieder zu ihren Eltern zieht oder ob sie im Heim bleibt. Es hat am Montag ein Gespräch stattgefunden, in dem es darum ging, die Eltern und die Tochter an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam über die weitere familiäre Situation zu sprechen. Da gab es offensichtlich Konflikte, die ich aber jetzt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher aufgreifen möchte. Aus der Familie haben wir erfahren, dass es oft Streit gab. Susan soll auch von ihrem Vater geschlagen worden sein. Sie hat ja auch behauptet, dass sie geschlagen wurde. Als sie von zu Hause weggegangen ist, hat sie die Polizei eingeschaltet. Das hat ihr doch nur die Frau vom Jugendamt eingeredet. Die hat auch die Polizei gerufen und die haben dann bei Susan nach Verletzungen geschaut, aber nichts gefunden. So war das. Warum ist sie denn dann gegangen? Tja, warum ist sie gegangen? Das waren ihre Schulfreunde. Schlechter Einfluss. Sie war ja noch ein Kind. Sie hat doch nichts verstanden. Jetzt ist es zu spät und ich kann nichts mehr tun. Wir haben den Eindruck, dass Hasna Kasem nicht ganz offen mit uns über dieses Thema spricht. Denn ohne triftigen Grund zieht ein 13-jähriges Mädchen wohl nicht freiwillig in ein Heim. Wir haben erstmalig Kontakt mit der Familie gehabt im Juni diesen Jahres. Da ist es wohl im Wohnhaus zu einem Gespräch gekommen, wo schon diese Thematik irgendwo ja, auf dem Tisch war, dass das 13-jährige Mädchen die Familie verlassen wollte. Und da ist es wohl etwas laut geworden, sodass man sich berufen gefühlt hat, seitens der Nachbarschaft die Polizei zu rufen. Man hat dann auch mit Bekannten und Freunden und das Jugendamt eine Vereinbarung getroffen, dass die 13-Jährige zunächst einmal aus der Familie herausgenommen und in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht wird. Und Susan wollte auch nicht mehr zurück zu ihrer Familie. Das war das Ergebnis des letzten Gesprächs mit ihren Eltern beim Jugendamt, kurz vor ihrem Tod. Ein Augenzeuge, der aus Angst unerkannt bleiben will, hat beobachtet, was hier unmittelbar nach dem Termin beim Jugendamt passiert ist. Zuerst, Anfang, sein Gesicht war irgendwie gelbe Farbe. Da habe ich gesagt, der Mensch hat keine Blut mehr. Der ist eiskalt. Aber ich habe nicht erwartet, dass er eine Waffe rausnimmt von seiner Tasche und eigene Tochter umbringt. Dieser Augenzeuge stand nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Um ihn zu schützen, haben wir auch seine Stimme verfremdet. Was ich gesehen habe, ist, seine Frau hat versucht, ihn nach Hause zu bringen. Der hat ihm gesagt, reicht das jetzt endlich, gehen wir nach Hause jetzt. Und er hat gesagt, nein, lass mich, dass ich nochmal frage und draußen mit ihr kurz sprechen werde. Und dann kam die paar Minuten später seine Tochter mit diesem Begleiter aus Jugendheim. Die haben das zum Auto hingegangen, ihn ansteigen und wegfahren. Und er kommt plötzlich zurück. Ich habe da so verstanden, er will sprechen mit ihr wahrscheinlich, letztes Mal oder nochmal sprechen. Was ich gesehen habe, der hat die Waffe von seiner Tasche rausgenommen. Und nach dieser Sekunde, da hat schon alles passiert. Ali Barakat flüchtet zu Fuß. Seine Tochter stirbt noch am Tatort. Er hat so aus
relativ naher Nähe geschossen und es ist sicherlich auch keine Affekttat, sondern schon ein bewusstes Erschießen. Auch Hasna Kasem muss aus einigen Metern Entfernung mit ansehen, wie ihr Mann Susan mit insgesamt 6 Schüssen in Kopf und Genick niederschießt. Aus Verzweiflung hat sich die 34-jährige Hausfrau das Gesicht zerkratzt. Hat sie von den Plänen ihres Mannes gewusst? Ich weiß nicht, wie das alles passieren konnte. Ich weiß es einfach nicht. Ich schwöre bei Gott, ich hatte keine Ahnung von all dem. Sie war doch meine eigene Tochter. Ich hätte doch sonst etwas unternommen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch die Polizei gerufen. Ich hätte ihn doch sonst festgehalten und mich dazwischen geschmissen. Das schwöre ich. Wo sich ihr Ehemann zurzeit aufhält, weiß sie laut eigener Aussage nicht. Nach dem Mord an ihrer Tochter hat ihr das Jugendamt auch ihre 3 Söhne weggenommen. Hasna Kasem hat an jenem Montag, heute vor einer Woche, ihre komplette Familie verloren. Ich habe 4 Kinder. Meine Tochter werde ich nie wiedersehen. Sie ist tot. Für immer. Aber wo sind meine 3 Söhne? Bitte, bitte, gebt mir meine Kinder zurück. Mehr verlange ich doch gar nicht. Meine einzige Bitte ist, gebt mir meine Kinder wieder. Ja, das war der akuten Situation im Nachgang zur Tat geschuldet. Die Kinder mussten akut eben erstmal untergebracht werden, in Obhut genommen werden. Da hat der Landkreis auch keine Alternative gehabt. Wie das perspektivisch weiterläuft, kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. 2001 ist die Familie aus dem Irak nach Deutschland gezogen. Ali Barakat hat hier in diesem Dönerladen als Aushilfe gearbeitet. Susan war 3, als sie nach Deutschland kam. Sie war eine gute Schülerin, ging zum Judo und war Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Allem Anschein nach ein gut integriertes Mädchen aus einer kurdischen Familie. Ein Mädchen, das mit 13 Jahren entschieden hat, seine Familie zu verlassen. Ein Affront gegen jesidische Regeln. Fühlte sich ihr Vater dadurch in seiner Ehre verletzt? War es ein Ehrenmord? Nein, es ist auf keinen Fall ein Ehrenmord. Ich wehre mich eigentlich auch gegen diese Bezeichnung Ehrenmord, weil ein Mord kann nicht im Namen der Ehre geschehen. Und wenn man hier ein wehrloses Mädchen, was noch gar nicht angefangen hat zu leben, der Freiheit beraubt und so ermordet, dann hat das mit Ehre ganz bestimmt nichts zu tun. In der jesidischen Religion gibt es nicht den sogenannten Mord aus verletztem Ehrgefühl. Rund 60.000 Jesiden leben in Deutschland. Gesellschaftliches Ansehen und familiärer Zusammenhalt gehören zu den wichtigsten Werten. Eine 13-Jährige, die sich gegen ihre Eltern wendet und auszieht, ist bei Jesiden eine Schande. Schon vor Susans Tod soll es deswegen in ihrem Umfeld viele Gerüchte gegeben haben. Das Gerede dürfte ihren Vater innerhalb seiner Religionsgemeinschaft unter enormen Druck gesetzt haben. Möglicherweise das Motiv für die Tat? In jesidischen Foren wird viel über diesen Fall diskutiert. Bösartige Gerüchte machen die Runde. Gerücht, dass sie schwanger sei, ist sehr schnell gestreut worden und es hat sich auch sehr hartnäckig gehalten, eigentlich bis zum Obduktionsergebnis, wo wir eben seitens der Polizei ganz klar sagen konnten, die 13-Jährige war nicht schwanger. Die 22-jährige Jesidin Mava Kol lebt nur 70 Kilometer von dem Ort entfernt, in dem Susan Barakat vor einer Woche ermordet wurde. Auch sie kennt den Druck in der jesidischen Gemeinschaft. Das ist ein Einzelfall und den darf man einfach nicht pauschalisieren. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass dieser Druck irgendwann mal vielleicht in der jesidischen Gemeinschaft nicht mehr so hoch ist wie zurzeit. Und dass die Eltern einfach mehr auf ihre Kinder hören und einfach die Gesellschaft beiseite legen. Weil wir wollen ja auch nicht irgendwo unsere Eltern verlieren, wir lieben sie ja. Und wir wollen uns nicht entscheiden zwischen Freiheit oder Familie. Ein Prozess, der längst begonnen hat. Die meisten jesidischen Familien in Deutschland sind auf einem guten Weg. So musste sich auch Mava nicht mehr zwischen ihren Eltern und ihrer Freiheit entscheiden. Seit 2 Jahren lebt